Stiftungen als Rechtsform sind nicht zwingend notwendig in einer Gesellschaft. Was jede Gesellschaft als Problem erkennen muss und als Lösung dann auch irgendwie praktizieren muss, ist die Frage, wie man es hinkriegt, dass diejenigen in einer Gesellschaft, die in dieser Gruppe, in ihrer Gemeinschaft, in der Gesellschaft zu Vermögen gekommen sind, dieses Vermögen zumindest teilweise wieder zurückgeben an die Gemeinschaft. Die Amerikaner bezeichnen es als wesentliche, zentrale, erste Funktion des Stiftungswesens in Amerika die Umverteilungsfunktion. Also diejenigen, die Vermögen erworben haben, haben damit die Möglichkeit, einen Teil dieses Vermögens wieder an die Gesellschaft zurückzugeben. Das ist die Hauptfunktion, die wir in unserer Gesellschaft leisten müssen. Das Mittel dazu, das Vehikel, sind Stiftungen, mit denen das gemacht wird. Von daher braucht man nicht die Rechtsform der Stiftung, sondern muss den Bürgern Möglichkeiten eröffnen, wie sie freiwillig, aber mitgestaltend wieder einen Teil ihres Vermögens zurückgeben können. Und dafür brauchen wir dann am Ende Instrumente. Und das Interessanteste ist das der Stiftung. Ich glaube, wir sind in einer spannenden Debatte zurzeit bei der Frage, was ist des Staates und was ist Privates. Diese Aufgabenverteilung wird immer wieder neu beschrieben werden müssen, aber gerade jetzt sind wir in einer Phase, wo sich die Frage auf verschiedenen Feldern stellt. Das eine ist die steuerrechtliche Frage, also wie viel privates Engagement ermuntert der Staat über steuerliche Vergünstigungen. Das zweite ist, wie viel privates Engagement lässt er in unterschiedlichen Handlungsfeldern zu, also wie sind die Rahmenbedingungen für private Bildungseinrichtungen beispielsweise. Und die dritte Frage, die sich an vielen Punkten in unserer Republik zeigt, das exponierteste Beispiel ist wahrscheinlich Stuttgart 21, ist die Frage, wie organisieren wir unsere Entscheidungsprozesse und inwieweit schaffen wir für Bürger die Möglichkeit, sich noch unmittelbarer an solchen langfristig wirkenden, entscheidenden Fragen zu beteiligen. Das sind nur drei Aspekte zu dem Thema Rolle des Staates und Rolle von Privaten. Jetzt kenne ich den Sloterdijk-Artikel und seine Argumentation nicht genau. Ich sehe die Bürgergesellschaft nicht in Gefahr, sondern ich sehe eher die jetzige Situation als eine Ausgangssituation, wo mehr bürgerschaftliches Engagement möglich wird und am Ende dann auch eingefordert werden sollte von der Politik. Nochmal auf den Feldern Organisation privater Bildung mit Wirkung an grundlegenden Entscheidungsprozessen in dieser Gesellschaft, nicht nur über die jeweiligen Parlamente, sondern in Formen einer unmittelbareren Beteiligung, womit ich jetzt nicht die Forderung von Bürger entscheiden aufstellen will. Aber wir brauchen andere Diskursformen in unserer Gesellschaft jenseits der Parlamente unter Einbeziehung von größeren Kreisen der Bevölkerung. Und das ist das zweite Feld. Also die Rolle des Staates im Verhältnis zum privaten Engagement wird immer neu gestellt werden. Und gerade jetzt haben wir eine Reihe von spannenden Teildebatten, die im Ergebnis wahrscheinlich dazu führen werden, dass wir sagen, wir brauchen in vielen Bereichen weniger Staat und mehr privates Engagement. Wir haben die Frage der Rollenverteilung zwischen Staat und Bürgern zu sehr konzentriert auf die Frage der Finanzierung. Also was muss der Staat an Finanzmitteln zur Verfügung stellen und wo sollen Bürger ermutigt werden, selber Geld mit einzubringen. Daneben, und das ist ganz wesentlich, glaube ich, für die zukünftige Entwicklung unserer Gesellschaft, müssen wir die Frage beantworten, wie organisieren wir die Entscheidungsprozesse in unserer Gesellschaft. Da haben wir nach dem Krieg klassisch nach dem Demokratieprinzip auf die parlamentarische Repräsentation gesetzt und die Entscheidungsprozesse in die jeweiligen parlamentarischen Institutionen gegeben. Repräsentiert im Wesentlichen durch die Parteien. Und die Unzufriedenheit spüren wir an vielen Orten. Das liegt unter anderem daran, dass wir es versäumt haben, neben diesen Prozessen parallele Wege aufzubauen, wo wir den Bürgern die Möglichkeit geschaffen haben, selber Einfluss zu nehmen auf bestimmte Entwicklungen in der Gesellschaft, auf ihr unmittelbares Umfeld jenseits der parlamentarischen Entscheidungsprozesse und der Mehrheitsbildung in unterschiedlichen Parlamenten, immer wieder repräsentiert durch politische Parteien, bei denen ja eine gewisse Unzufriedenheit feststellbar ist, in Kombination mit der Tatsache, dass in vielen Feldern unserer Gesellschaft die Bürger
ihr Schicksal, ihr unmittelbares Umfeld selber in die Hand und gestalten, an die Hand nehmen wollen und gestalten wollen. Und in Zukunft wird es darauf ankommen, diese Wege, die Infrastruktur für solche Prozesse besser auszubauen. Damit meine ich jetzt nicht Bürgerentscheide, sondern die Möglichkeit für Bürger, sich finanziell, aber vor allen Dingen auch mit persönlichem Engagement unmittelbar für das zu engagieren, was sie selbst betrifft und wo sie auch die Kapazitäten, vor allen Dingen auch die intellektuellen Fähigkeiten haben, mit einzuwirken auf diese Felder. Das ist die Organisation von Kindergärten und von Schulen im unmittelbaren Umfeld. Das ist am Ende auch die Infrastruktur bei größeren Fragen wie Verkehr oder ganz am Ende auch die Frage, wie organisieren wir die Energieversorgung und den Energieverbrauch in unserer Gesellschaft. Wir haben es, meine ich, versäumt, für diese oder viele dieser Fragen neben der parlamentarischen Entscheidungssituation Möglichkeiten zu schaffen, wo sich die Bürger unmittelbar an der Lösung von gesellschaftlichen Fragen beteiligen können. Und das ist im Grunde eine der spannenden Fragen der Entwicklung unserer Bürgergesellschaft in der Zukunft. Nicht die Frage, wer finanziert, wer gibt das Geld und wie macht man Umverteilungsprozesse, sondern wo sind die Verantwortungen im Sinne von, wer kann sich beteiligen und engagieren, um gesellschaftliche Veränderungen herbeizuführen. Sie haben schon bestimmte Erfahrungen, die Sie dazu bringen, ein bestimmtes Forschungsfeld gezielt zu unterstützen, weil Sie glauben, dass es im gegenwärtigen System der Hochschulen nicht ausreichend repräsentiert ist. Oder dort zu unterstützen, wo Sie glauben, dass die Ausbildung junger Leute nicht ausreichend auf diesem Feld erfolgt. Von daher haben Sie schon inhaltliche, thematische Vorstellungen, wenn Sie eine Stiftungsprofessur einrichten oder Stipendien vergeben. Sie verbinden das aber, das ist meine oder unsere Erfahrung, nicht intentiös mit irgendwelchen Vorstellungen, was sie damit bewirken wollen. Das wird dann häufig immer wieder so dargestellt oder als Kritikpunkt konstruiert, kann man fast sagen, wenn es um bestimmte Handlungsfelder von Unternehmen geht. Das jüngste Beispiel war aus der Energiebranche. Da gab es Gutachten zur Frage der Energiesicherheit, der Energieversorgung, und diese Gutachten kamen dann von Lehrstühlen an deutschen Hochschulen. Und als dann herauskam, dass diese Lehrstühle, die Gutachten abgegeben haben, unter anderem von Unternehmen der Energiebranche finanziert wurden, war gleich wieder die Vermutung oder eigentlich die Unterstellung, dass das nicht wertfrei erfolgte, sondern gelenkt war durch die Unternehmen. Unsere Erfahrung ist die, dass es keine Lenkung gibt im Hintergrund. Es gibt schon die Vorstellung, sehr konkret teilweise, auf welchen Feldern diese Lehrstühle, diese Institutionen, die dann unterstützt werden, forschen sollen, wo sie versuchen sollen, neue Erkenntnisse zu gewinnen oder wo sie junge Menschen ausbilden sollen. Es gibt aber nicht diese Intention, damit nun zweckgerichtet politische Meinungsprozesse zu beeinflussen. Das ist in der Tat eine Konstruktion, die aus unserer Erfahrung bei den Lehrstühlen, die wir verwalten, nicht zutrifft. Was sind die Prioritäten, nach denen Unternehmen diese Entscheidungen fällen? Und die Prioritäten sind, aus meiner Erfahrung, in erster Linie getrieben aus der Frage, wo gewinnt man schnell ausreichend junge Menschen? Wo wird effizient ausgebildet? Wo wird in der Weise ausgebildet, dass die auch tatsächlich dann in der Praxis ohne weitere besondere Schulungen eingesetzt werden können? Das ist eigentlich die wesentliche Entscheidung, die Unternehmen treffen. Und daraus abgeleitet sind dann auch die Fragen, an welchen Institutionen sie diese Mittel vergeben. Und da gibt es zurzeit eine interessante Entwicklung, die man beschreiben kann mit zunehmender Privatisierung von Hochschulen. Viele Gelder von Unternehmen gehen in private Hochschulen, weil sie dort erkennen, dass da eine gewisse Flexibilität herrscht, die schnelleres Eingehen auf Erwartungshaltungen und Anforderungen von außen ermöglicht, weil da schneller neue Technologien adaptiert werden, neue Forschungsrichtungen aufgenommen werden. Nicht im Sinne, dass die daran forschen, aber sie relativ schnell jungen Leuten dann vermitteln, dass dort sehr praxisorientiert ausgebildet wird und vieles mehr. Also das ist so eine Tendenz, die ist erkennbar. Richtung Ausbildung junger Menschen ist eine Priorität, und zweite Priorität in die Organisationen, die schnell und flexibel reagieren auf unterschiedliche Anforderungen. Und daraus ergeben sich dann zwangsläufig auch Posterioritäten. Also sie investieren weniger in Feldern, wo kein Nachwuchsmangel oder kein
Einstellungspotenzial existiert in der Wirtschaft. Und sie investieren nicht dort, wo sie erkennen, dass da Institutionen das Geld dann verwalten, ohne dass da großartige Wirkungen daraus hervorgehen oder erkennbar sind. Dieses Modell der Koppelung von privaten Stipendien mit einem staatlichen Zuschuss ist in der Bundesrepublik neu, hat in der sowohl politischen Debatte wie auch in der Debatte bei denjenigen, die da angesprochen werden, als Adressaten dieses Modells, nicht die Studenten, sondern diejenigen, die das finanzieren sollen, eine Reihe von Diskussionen ausgelöst. Hauptursache ist, das ist neu, damit hat keiner Erfahrungen. Wir als Stiftermann glauben, dass es eine Lösung ist, die sich durchsetzen wird, wenn beide Beteiligte oder die Beteiligten insgesamt, also der Staat, vertreten durch die Ministerien, die es finanzieren, die Hochschulen, die es einwerben, aber auch die auf der anderen Seite Beteiligten, nämlich die Studenten und die Unternehmen, die es im Wesentlichen finanziert, Erfahrungen gesammelt haben. Ganz am Ende ist das ein interessantes Vehikel, um Unternehmen zu ermutigen, sich mehr mit dem Thema Hochschulen zu beschäftigen, sie einzuladen, da gezielt aktiv zu werden, aber nicht alleine mit nur eigenen Mitteln, sondern in Kombination mit staatlichen Mitteln, um das dann sozusagen als Ausgangsbasis zu nehmen für vielleicht ein Engagement, das sich auf andere Felder ausdehnt, um zunächst einmal eine Brücke zu bauen zwischen Unternehmen und Hochschulen, die es natürlich in vielen Feldern schon gibt, über Stiftungsprofessuren, über Austauschprozesse, über Forschungsvorhaben, aber auf diesem Feld, nämlich der Ausbildung von jungen, begabten Menschen, noch nicht ausreichend entwickelt ist. Und von daher glaube ich, sowas wird es geben wie eine Doppelfunktion. Zu einem die konkrete Unterstützung von einzelnen Studenten, aber zum anderen auch ein engeres Zusammengehen zwischen staatlichen Institutionen, den Hochschulen und den privaten, also den Unternehmen, als ja, neue private öffentliche Partnerschaft oder PPP in Englisch.